Dann ist der nächste Schritt das HR-Interview. Da schauen wir nochmal auf die persönlichen Themen. Also gerade die menschliche Komponente ist uns da auch wichtig. Ich hätte tatsächlich noch ein, zwei Fragen und würde wissen wollen, wie denn allgemein der Bewerbungsprozess so bei euch abläuft. Wir starten mit der Bewerbung über unsere Stellenbörse. Es gibt auch die Möglichkeit zu filtern nach deinen Interessen und da kannst du dir dann aussuchen, welche Stellen zu dir passen. Also wir versuchen es da dann auch den Kandidaten so einfach wie möglich zu machen und wir verlangen auch gar kein Anschreiben mehr. Wenn du die Bewerbung abgeschickt hast, dann kommt die über das System direkt beim Fachbereich und bei der Personalabteilung an. Von unserem Prozess ist es dann so, dass im ersten Schritt das technische Interview kommt. Bedeutet, dass der Fachbereich prüft, ob das Profil passt, ob die Qualifikationen stimmen. Dann ist der nächste Schritt das HR-Interview. Da schauen wir nochmal auf die persönlichen Themen. Also gerade die menschliche Komponente ist uns da auch wichtig. Wir möchten ja die Leute kennenlernen und schauen, ob es einfach ein Fit ins Team ist. Klären der Erwartungshaltung nach dem HR-Interview. Kommt dann das finale Feedback, also entweder Zu- oder Absage. Wenn wir uns dann einig werden, gibt es ein offizielles Angebot und innerhalb von 2 bis 3 Wochen bekommst du dann auch deinen Vertrag. Führt ihr auch Background-Checks durch? Pre-Employment Screening, sowas gibt es bei uns vereinzelt auch. Tatsächlich ist das sehr stellenspezifisch und wenn wir so ein Screening im Vorfeld machen, dann steht es auch immer in der Stellenbeschreibung noch drin. Wie bekomme ich Zu- oder Absage? Ist es schriftlich? Ruft ihr mich an? Oder die Stellen, die wir offen haben, wo wir dann noch in den Bewerbungsprozessen drin sind, da haben wir auch den Anspruch, uns so schnell wie möglich zu entscheiden. Je nachdem versuchen wir dann innerhalb von 1, maximal 2 Wochen auch eine Rückmeldung zu geben. Wenn ein persönliches Gespräch, also vor Ort oder auch virtuell stattgefunden hat, dann ist unser Anspruch schon, dass wir auch die Kandidaten anrufen und den persönlichen Kontakt nochmal suchen. Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung von unserer Seite. Wenn jetzt aber die Bewerbung eingeht und wir am Anfang direkt sehen, okay, das passt einfach nicht zueinander, dann gehen die Absagen auch schriftlich raus. Und dann würde ich gerne wissen, welche Benefits ihr oder Bosch an sich als Arbeitgeber noch anbietet. Bei Bosch ist es so, dass neben dem monetären Entgeltthema wir zum Gesamtpaket einfach auch noch mehr bieten möchten. Also beispielsweise bieten wir auch mobiles Arbeiten an und auch flexible Arbeitszeiten. Je nachdem natürlich, welche Stelle das ist und ob das auch das Umfeld hergibt, bieten wir verschiedene Gleitzeitregelungen an. Das ist dann auch von Standort zu Standort abhängig. Wir haben auch den Werksarzt. Also das heißt, ich kann tatsächlich, wenn ich im Büro bin und merke, okay, irgendwas zwickt bei mir, dann hat man immer die Möglichkeit, zum Werksarzt zu gehen. Es gibt dann auch an den Standorten eine Sozialberatung, viele Betriebssportgruppen. Also wenn du da Interesse hast, dann auch dich einzubringen. Also der Mitarbeiter steht bei uns im Fokus und da möchten wir einfach dann auch das leisten, um auch als attraktiver Arbeitgeber dann auch dazustehen. Beispielsweise kannst du jetzt auch zum Start schon von deinem Arbeitsverhältnis dich für die Altersvorsorge zusammen mit Bosch auch entscheiden. Da nimmt Bosch dich auf jeden Fall auch an die Hand. Okay, dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und meine Fragen beantwortet hast. Ja, sehr, sehr gerne.